Hallo, wir starten dieses Mal mit einem Monatsrückblick. Und zwar schauen wir uns die Märkte an, die ich immer wieder euch zeige. Ja, klarer Gewinner ist natürlich der Bitcoin. Das sehen wir eh hier mit rund 25% legte man zu. Diesbezüglich habe ich ein Signal bei 9.300 für den Kauf gegeben. Blende euch das auch hier ein. Dann nachher das Gold an zweiter Stelle mit rund 11% bei 1791, also der bestmöglichste Zeitpunkt, um einzusteigen. Auch dies habe ich in einem Video mehrmals hingewiesen, dort reinzugehen. Die weiteren Märkte sind das Öl, welches relativ seitwärts gegangen ist. Man legte rund 6% zu, gab dann auch einen großen Teil dieses Zugewinns wiederum ab, so blieben 2% übrig. Hervorheben möchte ich die Nasdaq, die etwa 6% zulegte. In der Spitze war man sogar noch etwa 8% im Plus. Und auch den Dow Jones. Mit letzteren beiden hat man am Papier einen Gewinn gehabt, aber durch die Währungsverschiebung wurde ein großer Teil dieses Gewinnes wiederum aufgefressen. Man hat theoretisch beim Dow Jones, hätte man jetzt ein ETF auf den Dow Jones gehabt und dieses wäre nicht währungsgesichert, sogar ein Minus eingefahren. Und jetzt noch der DAX zum Schluss, ja, der hatte etwa hier rund 8% gewonnen. Und diesen Gewinn zum großen Teil, also komplett abgegeben, sodass nur noch 0,2% übrig geblieben sind. Wie schaut es jetzt da nun aus kommende Woche? Das schauen wir uns am Chartprogramm an. Wir schauen uns wie üblich als erstes den Dow Jones an. Da sehen wir Folgendes. Man hat diesen extremen Anstieg, den wir hier gehabt haben mit dem 14. Juli, komplett ausgeglichen. Und zwar sogar zweimal, am Donnerstag und auch am Freitag war dies der Boden. Die Kerze verheißt, dass man unter Umständen nächste Woche zumindest bis zur roten bzw. bis zur grünen Linie hochgehen könnte. Auch die rote Querlinie, also 26.900, sind durchaus drinnen. Das wären in etwa 600 Punkte. Ganz anders ist die Situation, wenn wir unter diese Marke fallen, also die 25.994, dann täte es nach unten hin bis zu 24.680 zu einer Bewegung kommen. Also ein massiver Abverkauf. Schauen wir uns diesbezüglich auch natürlich die Nasdaq an. Hier der Index. Da sehen wir folgende Situation, dass man eben über dieser Linie geblieben ist, nun den Weg nach oben hin sucht. Was ich gerade sehe, man könnte hier auch danach ja diese Linie einzeichnen. Wenn wir über diese Linie kommen, dann sehe ich durchaus die Chance gegeben, die 11.660, eine Zielmarke, die ich vor einiger Zeit einmal benannt habe, zu erreichen. Natürlich, wenn wir unter die rote Linie fallen, dann wenn dann, dann wäre ein Verkaufsdruck vorhanden und würde uns relativ tief, also in Sachen 10.000 Punkte in etwa oder zumindest auf 10.300 als ersten Schritt bringen. Den letzten Index, den wir uns anschauen, ist natürlich der DAX. Der DAX hat ein bärisches Segment. Das heißt, man ist hier bereits auf fallenden Kursen unterwegs.
Das könnte dann jetzt zu einer letzten Kehr aus auf 11.915 kommen, bevor man so wie die US-Indizes den Weg nach oben sucht. Also am Montag ein letzter Sellout und dann könnte das Ding bereits drehen. So, wir starten bei den Rohstoffen gleich mit Silber. Zur Erinnerung, hier gab ich das Long-Signal und dann ging der Weg nach oben mit dem vorher definierten Ziel von 25,5. Premium-Dienstbezieher haben diesbezüglich den Hinweis bekommen, hier unbedingt die Position komplett zu verkaufen, da ich hier eine Korrektur sehe bis da nach unten. Und damit ist eigentlich schon die Prognose gesagt. Korrektur bis daher unten, ja, $20,80 kann durchaus gehen, bis es wiederum nach oben marschiert. Gold, auch hier wurde ein Long-Signal generiert. Das war da herüben bei 17,91. Mit dem Ziel der Marken nach oben hin, die hier da eingezeichnet worden sind. Auch das wurde jetzt alles schon abgearbeitet. Und auch hier ist durchaus eine Korrektur möglich bis 18,63, bevor es dann wieder nach oben geht. Dann haben wir noch das Öl. Beim Öl, ja, da sollte es tiefer gehen. Wir haben schon den ersten Ansatz jetzt gehabt, einmal runter oder wieder hoch. Aber es sollte jetzt dann auch noch mehr folgen. Also da bleibe ich bei meiner Prognose. Zum Schluss schauen wir uns noch zwei Kryptos an. Den Bitcoin. Hier verweise ich auf mein Sondervideo von letzter Woche, wo ich sagte, okay, jetzt haben wir da oben. Wir sollten jetzt eine größere Korrektur haben bis auf 10.540. Das ist ja diese Querlinie, dieses Hoch. Und diese Prognose wurde bereits in der vergangenen Nacht erledigt. Man konnte also in diesem Dreh 10.540 plus, also in diesem Bereich, schön eine Position eingehen und jetzt sollte es wiederum nach oben marschieren. Zumindest in hoher Volatilität seitwärts. ETH, also Ethereum, auch hier haben wir bereits eine Korrektur gesehen, die uns hier nach unten brachte. Auch da gehe ich davon aus, dass wir da in hoher Volatilität seitwärts gehen, bevor der Ausbruch nach oben stattfindet. Okay, das waren die Überlegungen für die kommende Woche. Am Mittwoch sehen wir uns wiederum live. Nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben, ist klar. Und wenn ihr mögt, meinen Premium-Dienst ganz einfach einmal eine Woche lang zu testen. Tschüss!